Hallo, herzlich willkommen zu meiner 25. Folge von Verstrickt und Zugenäht. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen zweiten Advent. Wir hatten einen schönen, wirklich schönen zweiten Advent. Wir hatten viel Zeit für die Familie, aber das erzähle ich euch später noch genauer. Ich lege jetzt einfach zuerst mal los, was ich auf den Nadeln habe, was ich genäht habe oder besser, die Tochter genäht hat. Also, ich habe jetzt meine Dezembersocke angefangen. Wir haben heute den 5. Dezember und schaut mal, yeah! Die Dezembersocke ist schon, das Bündchen schon fertig. Das ist die Regia Perfekt von Stachenmeier in dieser Farbe. Die heißt 7121. Macht so ein richtig schönes grün-blaues Streifenmuster. Das wird die letzte Socke für meine Sockenschachtel. Wenn sie fertig ist, zeige ich euch die ganze Sockenschachtel und alle Socken, die darin sind. Das eben ist die für Dezember. Jetzt fange ich dann mit der Ferse an. Ich werde eine Käppchenferse machen, denke ich, und stricke das auf meinen Rundstricknadeln 2,0 von Carbons. Gibt es sonst weiter nichts zu erzählen? Genau, gleich mal flupp, schmeiß weg. Ich brauche ein bisschen Platz. Ich habe hier alles voll. Ihr seht das nicht, aber hier unterhalb von der Kamera hier ist es voll. Ich habe eine kleine Anschlageritis. Dann hat die liebe Sonja Wollmessi, aufgerufen zum gemeinsamen Weihnachtssocken stricken oder auch häkeln, wer lieber Socken häkelt. Ja, natürlich bin ich da auch dabei. Ich habe auch angefangen, aber bei mir ist es noch nicht besonders groß gewachsen. Ich zeige euch mal, was ich schon geschafft habe. Das ist die Rückseite. Das ist die Vorderseite. Man kann da nicht viel erkennen. Das grüne Garn hier ist ein Garn von Aldi. Beim Aldi habe ich das gekauft. Die Socke wird toe-up gestrickt. Das blaue Garn ist Regia vierfädig in der Farbe 2740. Das ist so ein dunkelblau. Und in diesem cremeweiß 1992 Regia vierfädig. Und was stricke ich für Socken? Also, ich habe hier meine 2,25 Rundstricknadel endlich zum ersten Mal im Einsatz, die ich mir bei Miles bestellt habe. In Knit Pro Symphonie aus Holz. Die sind die wieder wunderschön. Schaut mal, wie schön die gemasert sind. Ich liebe diese Nadeln, weil die schon einfach so schön ausschauen. Der Übergang ist super. Absolut kaum zu spüren. Und welche Socken stricke ich? Welche mit Muster? Also, ich habe ewig gesucht nach einer Weihnachtssocke mit einem weihnachtlichen Muster. Ja, es gibt schon schöne mit Elch und so. Aber dann haben wir gedacht, das sind ja dann wirklich Weihnachtssocken. Und ob ich dann, ich trage die Socken ja meistens im Motz auch noch, ob ich da noch einen Weihnachtsmann oder einen Elch auf meinen Socken sehen möchte? Eher nicht. Deswegen habe ich mich für eine Anleitung entschieden aus dem Pompom Magazine. Das ist von Herbst 2000 irgendwas. Weiß ich nicht mehr auswendig. Diese Weste hier habe ich ja schon mal gestrickt. Das ist der Tambourine Cardigan. Den habe ich nur in Frühlingsfarben, in so einem frühlingshaften Fliederton schon mal gemacht. Und ich habe jetzt die Socken aus diesem Buch raus. Und zwar heißen die Elske. So schauen die aus. Hier ist ein Bild mit lauter Herzchen. Herzchen passen doch zu Weihnachten. An Weihnachten ist das Fest der Liebe. Da sieht man auch gerne Herzchen. Und hier ist nochmal ein Bild von der Socke, wie die ausschauen. Unten haben die so einen schönen Streifenmuster. Und hier oben diese vielen Herzchen. Und das, was pink ist, mache ich eben in grün. Elske heißen die Socken von Marion Holland. Ja, mal schauen. Sie wachsen langsam. Ich habe noch nicht so viel dran gestrickt, wie ihr seht. Also hier ist die Umrandung von dem ersten Herzchen und da beginnt jetzt dann das erste Herzchen dann. Für solche Socken, wo man hier, schaut mal, den Fäden immer mitführen muss, die verschränke ich nach maximal 2 oder 3 Maschen, brauche ich immer ein bisschen länger. Da brauche ich Zeit und die kann ich auch nicht immer stricken. Da brauche ich Ruhe und Muße. Geht nicht einfach so nebenbei. Gell? Heute gibt es bei mir Pfefferminztee. Fairtrade-Gepa Pfefferminztee. Falls ihr euch fragt, was ich trinke. So, ja. Dann mache ich ja noch an einem Karl mit. Und zwar bei der Ramona, den Raglan von oben Karl. Ich stricke den Eist-Cardigan. Und da habe ich gestern schon den zweiten Ärmel fertig. Ein bisschen Kuddelmuddel. Also, hier
Ärmel Nummer 1. Ich habe die extra lang gemacht. Ich habe reingeschlüpft und dass ich es hier auch noch umstülpen kann, wenn ich möchte. Und hier ist der Ärmel Nummer 2. Mit den vielen Markieren habe ich mir die Abnahmen markiert. Da habe ich 5 Stück gemacht. Und hier ist das Rückenteil und Vorderteil. Die habe ich so lange stillgelegt und das ist auch das Tolle an diesen austauschbaren Nadelseilen. Man kann einfach hier so Nadelstopper draufschrauben, nimmt die ins nächste Seil, strickt den Ärmel und nimmt man hier den wieder ab, schraubt die Nadeln wieder drauf und kann wieder weiter stricken. Ja, der wächst. Die Wolle ist ja super dick. Ah, ich wollte euch noch sagen, welche Wolle das ist. Moment, ich gehe auf Tauchstation. Das Label habe ich hier unten auf dem Boden an der Tasche. Rico Design Fashion Flame. In der Farbe 002. Seht ihr das? Ja. Eben, man soll es mit 10er Nadeln stricken. Ich nehme 6er Nadeln. Weil mit 10er Nadeln wäre mir das Maschenbild viel zu locker. Und das soll ja eine warme, kuschelige Jacke sein. Also ich stricke auch relativ locker. Von daher passt das, wenn ich mit 6er Nadeln das Ganze stricke. Das ist mein Eiscardigan. Die Anleitung ist aus der Nitti. Eine Gratis-Anleitung von Herbst 2010. Hier, die Dame hat das auch drauf. Die hat jetzt nur 3/4 Ärmel gestrickt. Ich habe ja ganz lange mir gemacht. Dann wird hinterher dann hier noch so ein breiter Schalkragen noch angestrickt. Da werden die Maschen dann ringsum nochmal aufgenommen. Und ja, Nitti First Fall 2010. Kostenlos, kann man sich jeder runterladen. Das ist auch nicht mal gut. Wieder Kadi genauso. Hier kann man auch so Knöpfe nachträglich dran machen. Mal gucken, ob ich es mit oder ohne Knopflöcher mache. Wie ich lustig bin. Ja, und schon lange habe ich euch meine Cozy Memories Blanket nicht mehr gezeigt. Schaut mal. Ich habe ein neues Quadrat dran gemacht, und zwar das hier. Ich habe euch letzte Woche die Geburtstagssocken gezeigt, die ich meiner Freundin geschenkt habe. Übrigens, ich glaube auf Instagram, oder? Nee, bei Instagram habe ich es nicht gepostet. Bei meinen Projekten auf Reverie. Ich habe die Socke in ein Marmeladenglas getan, also schön zusammengerollt und die da reingeschrieben. Und schönes Geschenkbändel drum und oben noch schön Kleber drauf. Und ja, Socken im Glas als kleine Verpackungsidee, wie man Socken verschenkt. Sieht es dann ganz witzig aus, wenn man die im Glas verschenkt, wenn man dann ein schönes Marmeladenglas nimmt. Gut, genau, das war eben aus diesem Rest von dieser Geburtstagssocke. Und ja, mal kurz einen Überblick. Ihr wisst ja, meine ist schon sehr, sehr, sehr groß. Die habe ich im Oktober 2015, also vor mehr als einem Jahr, habe ich die angefangen. Und ja, macht immer noch riesig Spaß, an der zu stricken und zu sehen, wie sie wächst und all meine Sockenwollreste da drin zu verarbeiten oder welche, die ich von euch bekommen habe, einfach, dass es eine richtige Memory Blanket ist. Ja, dann habe ich ja gesagt, die Folge, ich hatte die Anschlageritis. Also ich habe ja jetzt euch schon drei Sachen gezeigt aufeinander. Ja, drei. Mein Eiscardigan, die Elske Socken und die Dezember Socken. Eben, ich habe normalerweise seltenst mehr als 3 Projekte auf der Nadel. Also es gibt es eigentlich, dann werde ich sonst unruhig. Aber irgendwie hat mich da so eine Sucht erwischt. Und zwar habt ihr auch schon diese gesehen. Diese diese Sternenkissen. Ja, aus Arne und Carlos Garnen oder aus schönen Opal- oder Regia selbststreifenden Garnen. Ja, lange bin ich standhaft geblieben. Ja. Bis auf letzte Woche, als ich meinem Stash gewurschtelt habe und noch so über 50 Gramm Knäuel von Arne und Carlos Garn gefunden habe. Ja, da habe ich gedacht, oh, hallo du hübscher, süßer, kleiner Knäuel. Du könntest ja noch so ein Sternenkissen werden. Hier ist mein Anfang vom Sternenkissen. Ich stricke das auf meinen 2,5 Nadeln, nee, 2,0, das wird aus der Mitte heraus gestrickt, da fängt man hier an. Der Anfang ist sehr fusselig, der macht einen leicht wahnsinnig, also bis man zu diesem, wo es bei mir schwarz wird oder Anthrazit, das ist die Hölle, das macht keinen Spaß, aber dann macht Spaß, dann läuft's. Man nimmt da, das ist eine kostenlose Anleitung von, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, nee, ich verlinke es euch unten in der Infobox.
Eine kostenlose Anleitung. Man verstrickt hier dann immer im Kreis. In jeder zweiten Runde macht man Zunahmen. Ähnlich wie bei diesen Socken Quadratdecken, nur dass man hier eben mit 5 strickt. Und wenn man eine bestimmte Maschenanzahl hat, dann strickt man hier solche Sternchenarmchen. Aber bevor man damit anfängt, muss man nochmal so ein Stück machen, dieses Mittelstück. Da wir aber nicht nur 50 Gramm haben von der, und ich schüttel und schüttel, und es wird nicht mehr, geht nicht, wird nicht mehr, kommt nichts mehr raus, dachte ich mir, ich habe noch so eine Regia Dunkelgrau, dann wird das die Rückseite. Das wird ja eh ein Kissen, das legt man ja wohin. Dann muss man ja nicht die Rückseite sehen. Die kann ich ja dann einfarbig machen. So war mein Plan. Also, es wird auch ein bisschen eng. Ich habe diese kurzen Nadeln hier. Die kurzen Sockenstricknadeln, die sind bloß 15 cm lang. Es wird ein bisschen eng. Ich muss noch ein paar Mal Maschen zunehmen. Es wird ein bisschen Geschubse. Vielleicht nehme ich es auch noch auf die Rundstricknadel. Hier habe ich meinen runden Anfang auch markiert. Ja, mal gucken. Das sind mit meinen Sternenkissen. Also die Sucht geht um. Ich habe da schon so bei Facebook schon so gesehen, manch andere hat es auch gepackt. Ja. Ja, apropos Sucht. Also, hiermit möchte ich mich bedanken ganz herzlich bei der lieben Frieda, bei der lieben Sarah von Sarah Linde, Liebwolle Podcast, bei der lieben Sandra von Pirschen Gestricken, bei der lieben Angie und bei allen, die ich jetzt noch vergessen habe, die diese Sucht auch schon befallen hat. Ihr habt es geschafft. Ich habe lang genug mit diesen süßen kleinen Bobbele hier in die Kamera gewinkt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Tada! Ja, ich mache auch Hexi-Puffs. Ja, ihr habt es geschafft. Ich habe damit angefangen. Ja, ich mache ja. Es ist gut. Diese kleinen Scheißerchen sind echt süchtig machend. Ich habe die unheimlich gern gemacht. Das hat riesig Spaß gemacht. Ich bin noch ein bisschen am Ausprobieren, wie ich oben den Abschluss mache, ob ich es nach der Anleitung mache oder wie ich denke, wie es mir gefällt. Ist aber egal, auf jeden Fall. Ja, mache ich jetzt Hexi-Puffs aus meinen Sockenwollresten. Also die Reste von der Cozy Memories Blanket, die nicht in die Decke wandern oder die da gewandert sind. Ich habe ja oft 10 Gramm Reste, da geht ein Hexi-Puff und oder vielleicht sogar zwei Hexi-Puffs, muss ich mal nochmal nachschauen. Ja, und ein Sockenwollquadrat an meine Cozy Memory Blanket. Was mache ich damit? Also, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe zuerst gedacht, ich stricke jetzt im Advent jeden Tag eins, dann habe ich 24. Also, heute ist der 5. Ich habe gestern schon das für heute gemacht. Oder ich bin so verrückt, weil für eine große Decke, habe ich gelesen, braucht man über 300 irgendwas. Oder 400? Auf jeden Fall ganz, ganz viele. Wenn ich, von mir aus jetzt schon anfange, aber nächstes Jahr, 2017, jeden Tag ein so ein kleines Scheißerchen stricke. Also Scheißerchen habe ich jetzt von der lieben Sarah geklaut, glaube ich. Sarah, du sagst auch immer Scheißerle. Wenn ich so ein kleines Bobberle jeden Tag stricke, dann habe ich doch nächstes Jahr eine Decke. Wenn ich vor mir jetzt schon anfange, jetzt im Dezember, da habe ich ja auch schon 31. Ja, jetzt habe ich es in die Kamera gesagt. Jetzt habt ihr es alle gehört. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich möchte es echt schaffen. Ich möchte es mir vornehmen. Ich möchte nächstes Jahr jeden Monat ein paar Socken stricken, wie dieses Jahr. Das war jetzt easy, das ging gut. Das war keine wirkliche Challenge. Aber jeden Tag so ein Hexi-Puff, jeden Tag ist eine Herausforderung. Ich muss es ja nicht jeden Tag. Ich kann auch mal an einem Abend mal 5 stricken. Dann bin ich fast die Woche schon fertig, wenn mich der Rappel packt. Aber ich weiß, wie es bei meiner Memory Blanket war. Da hatte ich auch so einen Rappel, da habe ich dann mal wieder 10 Stück am laufenden Band gestrickt und dann mal wieder wochenlang gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Dinger im Sommer auch sehr, sehr viel Spaß machen, weil ich da nicht diese große Decke auf dem Schoß liegen habe, wie bei der Memory Blanket, sondern eben nur diese kleinen Pupsis da in der Hand. Ja. Und meine Pupsis stricke ich mit meinen Pupsi-Nadeln. Ich stricke sie auf diesen 2,5 Millimeter
Sockennadeln, nicht Socken, Finger, Entschuldigung, Finger, Handschuh, Nadeln, genau, die habe ich gekauft, um Fingerhandschuhe zu stricken, weil wenn man die Finger strickt, da hat man auch wirklich nur ganz wenig Maschen auf der Nadel und strickt die dann in der Runde. Und da sind so kurze Nadeln echt super. Also die sind wirklich sehr winzig. Warte mal, was, wie lang sind die? Also das sind die 15 cm. Nee, doch 15, das sind die 10 cm. Seht ihr mal den Unterschied? Also das ist die 15 cm, das sind die 10 cm. Es ist nur das Einzige, was an denen ein bisschen, was ich da immer schaffe, dass ich mich hier hinten, wenn ich die halte und stricke, dass ich mich da hinten reinpiekse. Hier. Aber da muss ich noch ein bisschen meiner Technik feilen. Aber mir macht es riesig Spaß, mit den kleinen Mininadeln zu stricken. Die sind von Knitpro. Die habe ich mal bei im Backnang gekauft. Im Backnang auf dem Wollfest vor 2 Jahren. Ja. So ist das. Also, vielen lieben Dank, ihr nochmal alle mit euren vielen Hexipuff-Viren. Ich mache auch einen Beekeepers-Kult. Vielleicht mache ich auch nur Sitzkissen draus, habe ich mir auch zuerst, als mein eigentlicher Plan war. Ich mache nur so viel, so 40 oder so für ein Sitzkissen, das ich dann immer mit zum Eishockey nehme. Vielleicht mache ich erst mal ein Kissen und vielleicht dann die Decke extra oder Kissen und Decke oder Kissen oder Decke statt Kissen. Ich habe auch noch nicht überlegt, wie ich die zusammen verbinde. Da steht was in der Anleitung dabei, aber das, ich möchte schon, dass es komplett zusammen verbunden ist. Ja, das war alles, was ich gestrickt habe. Was ich euch noch zeigen wollte, was ich heute anhabe. Ich habe heute meine Bramblewood West an. Ich stehe mal kurz auf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier ist nämlich so ein Zopfmuster, das hier runtergeht. Und das ist auch ein Raglan von oben. Hier sieht man die Raglan-Schrägen hier. Ja, hier seht ihr die Raglan-Schrägen. Hier wurde zugenommen. Das ist ein Polunder. Normalerweise gehört dieses Zopfmuster auch hinten auf die Rückseite. Zeig mal hin. Also hinten ist er hochgeschlossen. Ich habe das aber nur vorne gemacht. Und das ist Landlust Kilkara Tweed Garn. Das habe ich mal bei Landlust bestellt. Das war mal so ein Strickmieder. Das gab es als Strickset damals. Und das habe ich mir bestellt und dieses Mieder gemacht. Aber ja, das war mein erstes richtiges großes Strickstück. Und das hat nicht richtig gepasst. Das war hier oben viel zu locker und da viel zu und da zu weit. Und ach, ich habe es dann geribbelt und mir das dann draus gestrickt. Und die Bramblewood West ist eine Anleitung aus dem Notions Magazine Herbst 2009. Das ist auch ein Online-Magazin. Hier sieht man auch, wenn man jetzt da zum Beispiel ein Garn nimmt, das nicht so tweedig ist wie meins, dann sieht man diese Zöpfe hier viel, viel besser. Diese Verzopfungen. Und eben eine kostenlose Anleitung in Notions Magazine 2009 oder auf Ravelry findet man die auch, diese Anleitung. Und was mir sehr, sehr gut gefällt hier, man macht hier ein I-Cord-Bind auf. Also man strickt das Stück und dann nimmt man hier die Maschen auf und macht eigentlich nur ein I-Cord-Bind auf. Es wird gar nichts mehr weiter dran gestrickt. Kann ich verraten, weil eben kostenlose Anleitung, auch hier. Und das macht einen total schönen Abschluss. Ich weiß nicht, das seht ihr gar nicht so richtig. So eine richtig schöne, so eine kleine Wulst, also wie wenn das so schön umgeklappt worden wäre und dann vernäht wurde. Das ist die Bramblewood. Und ja. Und Pippi hat heute ganz schick was um den Hals hängen. Ist aber kein Schal, das gehört an die Beine. Ich habe aber kein Beinmodel. Deswegen entblöße ich jetzt meine Pippi und zeige euch, was ich hier habe. Das sind Beinstulpen. Und die sind extra. Also die liebe ich. Ich zeige euch mal das Muster. Das sind so klein, das ist ein schönes Lochmuster. Das sind die Some Cloudy Day, heißen die. Und die sind von Tiny Owl Knits. Eben von der Dame, die auch die kleinen Pupsis hier sich ausgedacht hat und die alle damit infiziert. Tiny Owl Knits, Some Cloudy Day. Hier hat, sind man die auch. Das ist eben leider nur ein Schwarz-Weiß-Ausdruck. Aber die kann man so lang machen, wie man möchte. Ich glaube, hier auf dem Foto sind die deutlich länger. Hier sind die wie so Overknees. Und was ich auch ganz süß fand, weil ich diese Anleitung wieder rausgesucht habe, das war eine meiner ersten Anleitungen, da habe ich mir die Übersetzung auf Deutsch, was das immer heißt, mit Bleistift hinten hingeschrieben. Yarn over heißt Umschlag. Als ich noch nicht den englischen Strickbegriffen so
Mir klar war, dass um das K2 und P2 zwei rechts, zwei links heißt. Muss man sich mal aufschreiben. Das weiß man ja sonst nicht. Oder das PSSO, eine abgehobene Masche überziehen. Also, das sind die von Tiny Olnitz. Die Some Cloudy Day ist meines Wissens auch eine kostenlose Anleitung. Super einfach zum Stricken. Man schlägt einfach hier die Maschenzahl an und strickt in der Runde. Ich habe hier Wollmeise DK verwendet in der Farbe Chiton. Das ist so ein ganz ein warmes Braun, hellbraun, so ein, ja, es ist ein bisschen, es leuchtet in echt nur ein bisschen mehr. Hier schaut es jetzt nicht so leuchtend aus, wie so warmer, dunkler Honig. Für mich schaut es aus wie Honig immer, die Stulpen. Die sind schon sehr ausgeleiert, die muss ich dringend mal wieder waschen, weil die habe ich neulich über der Hose oben drüber getragen, weil ich die so gern mag und die so toll finde. Die sind so weich und so warm. Also, wenn ihr euch Stulpen stricken wollt, jetzt für den Winter, kann ich euch die nur empfehlen. Die machen wahnsinnig viel Spaß und schauen mega schick aus. So, nehmen wir die hier wieder an Pippi wieder dran. Ich mache es euch unten in die Infobox. Ja. Jetzt muss ich mal auf mein Zettelchen schauen. Ah, genäht. Wir haben genäht, die Nina und ich. Also, ich habe letzten Montag gleich nach der Aufnahme noch was genäht. Ninas Freundin, die Emma, hatte Geburtstag am Dienstag und wir haben ihr noch ein kleines Geschenk für sie genäht. Und aus Vliesresten und Jerseyresten habe ich so einen Kaul genäht. Also den gleichen hat die Emma, oder bloß mit anderen, also auch mit dem Grün, nur mit Punkten, glaube ich. Ja genau, Punkte hat sie. Ich habe einfach zwei Streifen Fließstoff und Jerseystoff aufeinander gelegt und hier ringsum zusammengenäht und auf der Seite auch, dann das Ganze gewendet und hier die Wendeöffnung einfach noch zusammengenäht. Das war eine Arbeit von 10 Minuten für zwei Stück, also das Zuschneiden hat, glaube ich, länger gedauert. Und den kann man sich dann einfach hier so über den Kopf ziehen und innen drin hat man das schöne, weiche, kuschelige Vlies und hier außen einfach schicker Sternenstoff. Das so als kleiner Tipp, wer von euch noch ein schnelles Geschenk, was halt selbstgemachtes braucht für Kinder, man kann es auch für Erwachsene natürlich auch nehmen. Einfach Vlies, bisschen Jersey. Man kann es auch nur mit Jersey machen, wenn man es nicht so warm möchte am Hals. Das geht natürlich auch. Und wenn ihr die genauen Maße wollt, wie lange ich das gemacht habe, dann kann ich auch das noch nachmessen. Aber ich denke, das sind etwa, wenn das 15 cm sind. Ja, so 40, 45 cm breit habe ich das gemacht. Ja, und hoch, je nachdem, wie ihr wollt. Das war so ein ganz kleines, schnelles Nähprojekt. Und ich habe euch, glaube ich, erzählt, dass die Nina in der Schule einen Nähkurs gemacht hat. Das wurde angeboten, also sogar im Gymnasium gibt es Nähkurse, aber nur dreimal. Es waren dreimal für 3 Stunden Nähkurs. Und die haben jetzt keine Grundlagen gelernt. Sie haben jetzt nicht gelernt, wie fädle ich die Nähmaschine ein, wie schneide ich jetzt meinen Stoff zu. Das war alles schon parat. Die Nähmaschinen standen schon fix und fertig auf dem Tisch. Der Stoff, der hat die Kursleiterin schon fertig zugeschnitten mitgebracht zum Großteil, sodass sie gleich loslegen konnten. Fand ich jetzt von der Idee gar nicht schlecht, weil gerade für Kinder, finde ich, ist oft dieses drumrum viel zu anstrengend, das Zuschneiden und was muss ich beachten und mit dem Fadenlauf. Und war jetzt fürs erste Mal, war das jetzt echt super, weil sie gleich ein super Erfolgserlebnis hatten. Ich zeige euch mal, was sie alles genäht haben. Das erste, was sie gemacht haben, war ein Nadelbuch. Das kann man jetzt aufklappen und hier innen drin ist ein Filz-Täschstückchen und hier kann man dann die Nadeln reinstecken in diesem Filz-Nadelbuch. Fand ich eine total süße Idee. Vor allem, sie mussten einfach nur gerade Nähte machen. Und eine gute Idee, bis gern, ich glaube, es standen ihnen 5 oder 6 Nähmaschinen zur Verfügung. Die waren alle mit unterschiedlichen Farben an Fäden auch schon vorbereitet eingefädelt. Das heißt, wenn ein Kind jetzt mit Gelb, wie hier, nähen wollte, dann ist es an die Maschine gegangen. Wenn einer rot wollte, an die andere. Musste man auch nicht ständig umfädeln. Hier für diese Naht, da war sie bei der lilanen. Da war lila. Hier sieht man es. Also,
eine ganz gute Idee, um da den Kindern den Spaß und die Freude mal zu vermitteln am Nähen. Das zweite Projekt, das sie gemacht hat, war das hier. Seinen kleinen Behälter, seinen kleinen Utensilo. Hier innen drin ist die Wendeöffnung, hat man sieht man hier, wo sie verschlossen wurde. Und das wird ein kleines Geschenk für ihr Wichtelkind, hat sie schon gesagt. Das möchte sie dann noch füllen und dann gleich verschenken. Dann haben sie auch noch ein Kissen gemacht, ein Patchwork-Kissen. Da haben sie auch gleich an der ersten Stunde schon angefangen, verschiedene Stoffe aneinander zu nähen. Es wurde ihnen auch schon gut gezeigt, wie man bügelt. Also das Bügeln das A und O beim Nähen ist. Das fand ich super. Und auch wie sie die Ecken hier vorne hier rausdrücken beim Wenden. Das haben sie, schaut mal, wie akkurat diese Ecke hier raus. Also dass man dieses Eckle hier abschneidet und das dann besser rausdrücken kann. Wurde dann mit Watte gefüllt, hier dann noch zugenäht. Die Rückseite ist einfach nur weiß. Und da sie so im Nähfieber war, na ja, ist nochmal was. Und am letzten Tag haben sie noch eine Stifterolle genäht. Haha, Stifterolle. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Nadeltasche. Das ist eine Nadeltasche, keine Stifterolle. Da kann man nicht super seine Stricknadeln reinstecken. Guckt mal, passen genau rein. Also hier hat es ein bisschen, für die kleinen Nadeln ist das perfekt. Eine Nadelrolle. Mal hier rollen wir wieder zusammen. Hier mit einem Band drumherum, das man einfach so hier durchschiebt und fertig. Das untere Teil haben sie auch noch verstärkt. Nicht mit Vaseline, sondern mit Reststoffen haben sie das untere Teil auch verstärkt. Und da sie dann so im Nähfieber war, haben wir gestern am Vormittag auch gleich weitergenäht. Wenn sie schon so riesig Lust hat, habe ich gedacht, das muss ich gleich nutzen. Weil Nico braucht noch für sein Wichtelkind in der Schule auch ein Wichtelgeschenk. Und er hat ein Mädchen und wir dachten, dass es vielleicht toll ist, wenn sie was Selbstgemachtes bekommt. Und dann hat die Nina für Nico, für sein Wichtelkind, auch eine Stifterolle genäht. Wir haben gleich mal eben, den Stoff hatte ich da, den gab es bei Tchibo mal und auch das Band. Da gab es mal solche Stoffsets und so Bändersets. Da haben wir hier so ein Sternenband ausgesucht und haben diese Stifterolle zusammengenäht. Die haben wir ein bisschen größer gemacht, den Teil hier mit Flieseline verstärkt und hier zum Umklappen. Hier haben wir schon mal ein paar Stifte reingetan, damit die Beschenkte weiß, für was es gut ist. Hier kann man umklappen und eben auch für Stricknadeln vollkommen ideal. Perfekt geeignet. Ups. Sind sie verschwunden in den Tiefe der Tasche. Komm raus. Jetzt ja, da wieder weg. Ja, muss ich wieder zusammenrollen. Und da schaut man, wie schön das jetzt gebügelt hat. Und eben hier habe ich ja gesagt, habe ich es mit Flieseline verstärkt, dass es schön stabil ist. Und die Nina hat das eigentlich komplett selber genäht. Also ich habe ihr, das Einzige, was ich ihr genäht habe, war hier diese. Das Band hier einmal umzunähen, dass es da nicht aufgeht, nicht weiter ausfranst, hat sie ganz toll gemacht. Und Nico ist happy, da er jetzt schon ein Geschenk hat für sein Wichtelkind. Und ja, somit war allen geholfen. So, das war alles mit Stricken und Nähen. Jetzt erzähle ich euch bloß nur so ein bisschen drumrum, wo wir gestern auf dem Weihnachtsmarkt waren und zeige euch noch meinen Tee-Adventskalender. Wen das nicht mehr interessiert, zu denen sage ich dann mal ciao, bis nächste Woche. Nächste Woche kann ich euch auch gleich sagen, ich weiß nicht genau, ob ich am Montag aufnehmen kann. Es kann auch sein, dass es Dienstag wird oder Montag später, weil am Montag bekommt mein Großer seine feste Zahnspange am Vormittag raus. Und dann müssen wir da zum Kieferorthopäden. Also, deswegen noch nicht sicher, also nicht enttäuscht sein, falls es am Montagmittag, Nachmittag noch nicht online ist. Ich mache auf mein Video auf jeden Fall. Und wen es noch interessiert, was wir so gemacht haben am Wochenende, dem erzähle ich das natürlich noch gerne. Zuerst zeige ich euch mal meinen Tee-Adventskalender. Den habe ich bekommen. Ein Tee-Adventskalender von der Firma Salus aus dem Reformhaus, alles Bio-Tees. Und heute gibt es bei mir einen Basenaktiv Nummer 1 Tee. Und ich liebe diese Mischungen.
Aber das Einzige, was mich manchmal stört, ist, dass immer so viel Süßholzwurzeln in manchen Tees drin ist. Süßholzwurzel ist ja Lakritz. Ich mag Lakritz, aber im Tee ist es manchmal zu intensiv. Aber hier ist in fast jedem zweiten Süßholzwurzel drin. Naja, grundsätzlich aber mega lecker. Bis jetzt waren alle Tees sehr, sehr fein aus dem Salus Tee Adventskalender. Und gestern waren wir ja auf dem Weihnachtsmarkt in Biberach. Wer mir auf Instagram folgt, der hat schon meine Fotos gesehen. Wir haben uns im Stadtcafé in Biberach ein bisschen aufgewärmt, weil auf dem Weihnachtsmarkt, das war einfach viel zu kalt. Und das Stadtcafé in Biberach ist mein absolutes Lieblingscafé und Restaurant. Da gibt's, da trifft sich einmal im Monat ein Leute, also Veganer, die sich vegan ernähren. Und in dem Restaurant gibt es auch so eine riesige Auswahl an veganen Gerichten und vegane Torten. Es gab gestern eine Schoko-Bananen-Sahne-Torte vegan. Leute, ich sag's euch, ich hätte mich reinlegen können in das Ding. Das muss ich immer, also wenn ich dort bin, das fotografiere ich immer und stelle es immer auf Instagram, auch wenn ich das manchmal denke, warum muss man Leute immer ihr Essen fotografieren, aber das ist wirklich immer mein Highlight. Dazu gab es einen Holunderblütenpunsch mit Minze und Ingwer. Ein Gedicht. Und also wer hier bei uns in der Gegend mal Urlaub macht oder in der Nähe ist, der muss mal nach Biberach ins Stadtcafé. Das ist wirklich, wirklich schön dort. Und ja, als wir dann aufgewärmt waren, haben wir noch eine schöne Runde auf dem Weihnachtsmarkt gedreht. Da gab es auch Schafe und Esel. Die habe ich euch auch fotografiert. Und auf dem Weihnachtsmarkt gibt es dort in Biberach immer einen Stand von den Partnerstädten von Biberach, den französischen, italienischen, englischen. Ja, die drei sind eigentlich immer da. Und da kommen dann immer Leute aus den Partnerstädten und verkaufen die Spezialitäten, also englische oder italienische Spezialitäten oder französische Sachen. Und da liebe ich es immer zu schauen. Und da kaufe ich mir fast immer meine Châtain-Marmelade. Châtain sind Maroni. Das ist Maroni-Marmelade mit Vanille drin. Châtain à la Vanille. Ich liebe das von Bon Maman. Die Bon Maman-Marmelade gibt es ja bei uns auch überall, aber nie die Maroni-Marmelade. Oh, die ist so lecker. Also wer nach Frankreich kommt, muss die unbedingt mal kaufen. Die gibt es auch in Italien oft im Supermarkt, habe ich die auch schon gefunden, aber die ist die Bon Maman ist die beste. Und auf dem Weihnachtsmarkt habe ich auch noch was anderes gekauft. Und zwar endlich das Plätzchen-Ausstecherchen 2.0. Nee, ich habe ganz viel Ausstecherle, aber für die mit Marmelade habe ich mir jetzt dieses Jahr mal so ein schickes Hightech-Teil gegönnt. Wo das Herzchen mit ausgestochen wird und mit Auswürfer gleichzeitig. Und dann macht man hier diesen Ring raus und dann kann man auch die ohne Herzchen machen. Und ja, musste sein. Endlich mal gescheites Plätzchen Ausstecherle für die mit Marmelade. Und da ich mich so gefreut habe über mein neues Ausstecherle, also ich kann mich echt mit so kleinen Sachen, könnte mir die größte Freude machen. Da ich mich so ausgefreut habe, haben wir gestern Abend, als wir zurückgekommen sind, gleich noch gebacken, die Nina und ich. Das sind vegane Ausstecherle. Die sind auch aus dem Heft Vegane Weihnachtsbäckerei, das ich euch letztes Mal schon gezeigt habe. Und gefüllt mit selbstgemachter Zwetschgenmarmelade. Klebt Puderzucker gleich dran. Ich habe das extra schon schön in ein Schüsselchen, ein kleines, dass ich das euch gut zeigen kann, reingetan. Ja, was habe ich noch gekauft auf dem Weihnachtsmarkt? Ich muss mal gucken. Ne, so Kleinigkeiten eigentlich. Und ja, die übliche Tasse. Das ist die Weihnachtsmarkttasse von Biberach von 2016. Die haben immer so schöne Tassen da und die kann man für 3 Euro dann auch immer mitnehmen. Habe ich also nicht geklaut, sondern käuflich, ehrlich erworben. Die von 2015 hat hier einen Mond drauf. Die kann ich euch dann auch mal zeigen. Ja, jetzt muss ich mal um mich schauen. Ich glaube, ich habe euch alles erzählt. Nein, das wollte ich euch nur zeigen. Apropos Plätzchen backen. Heute geht bei mir die nächste Runde Plätzchen backen los und dann hoffe ich, dass ich fertig bin. Ich möchte noch Schokokrossis backen und Nussecken fehlen mir noch, vegane Nussecken. Und dann
hat sich Nico seine Springerle gewünscht. Springerle ist ein typisch schwäbisches Rezept, Plätzle. Und bei uns heißen ja Plätzle nicht Plätzchen, sondern Bredler. Bredler oder Läubler. Also das kommt immer darauf an, ob man jenseits oder auf welcher Seite der Illermann lebt. Im bayerischen Teil heißt es eher Läubler und im württembergischen und oberschwäbischen sagt man Bredler. Marco, ich weiß nicht, wie es bei euch in Freiburg darum da heißt, ob ihr auch Bredler sagt, weil ihr sagt auch Hemmetglonker. Da muss ich immer schmunzeln, wenn du deine Püppchen zeigst, deine Hemmetglonker. Weil eben, das kennt ja nicht jeder, was ein Hemmetglonker ist. Und mein Springerle-Rezept ist aus dem Buch. Die Ramona, hallo Ramona nochmal, hat ja ihr liebstes Koch- und Backbuch gezeigt, das sie von ihrer Mama bekommen hat. Ich habe das von meiner Mama bekommen. Das hat auch schon meine Oma. Das ist eine Auflage von 1973, glaube ich. Ist nicht mehr das jüngste, aber schon die 23. Auflage. Ja, das ist von 73. Das ist ein Kochen und Backen Luise Harrer nach Grundrezepten. Damit wurde in Hauswirtschaftsschulen eben Kochen und Backen unterrichtet. Hier sind auch ganz viele Grundinformationen drin, was man beachten muss, was man an der Ente zum Beispiel jetzt für den Nicht-Vegetarier und Veganer verwendet, wie man das Gemüse bereitet und auch bei Kartoffelteig. Also es sind einfach, sage ich mal, wahnsinnig informative Tabellen. Es sind immer so Grundrezepte und dann hier die Tabellen, wo ganz viel erklärt wird. Und das Buch ist mein absoluter Schatz. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig für mich, weil ich da wirklich sehr oft was nachschaue. Hier Grundmengen für gekochte Milchspeisen, wo man einfach weiß, wie viel brauche ich von was, wenn ich ein Grießbrei machen will oder ein Milchreis oder Auflauf und was man an Zusätzen noch reingeben kann. Wenn man sich da durchgearbeitet hat und durchgekocht hat, so ein Buch, dann braucht man eigentlich kein großartiges anderes Kochbuch mehr. Das ist eigentlich das Grundding für alles. Ja, und Springerle werde ich eben heute noch backen, aber eben nicht heute backen, sondern eigentlich erst morgen. Ich schaue gerade, wo habe ich denn das Rezept? Ich dachte, ich hätte mir einen Zettel drin. Was ich an dem Buch auch unheimlich gern mag, ist, wie mit einem geredet wird. Man wird da so direkt angesprochen und auch diese alten Begriffe teilweise. Manchmal muss man sich auch wirklich überlegen, was ist denn da gemeint? Was will die mir jetzt da gerade sagen? Ich liebe es, aus diesem Buch zu kochen, weil das einfach aus einer anderen Generation ist. Und ja, hier ist auch mein Lieblings-Johannisbeerkuchen, der Träuble-Kuchen mit Grießbrei. Da kommt Grießbrei rein, kommt ein Grießbrei und gibt da dann die Johannisbeeren rein. Blimbing. Die Ribiseln, wie das Angie sagt, gell? Ribiseln. Heißt bei uns auch manchmal, sagt man uns auch Ribiseln. Und für einen Ribiselkuchen macht man eben die in den Grießbrei rein und den kann ich auch vegan kochen, weil ich den bei dem Ribisel dann dies einfach die Milch dann ersetze und statt Butter Margarine nehme. Ja. So, jetzt finde ich mein Springerle-Rezept nicht, das ich euch zeigen wollte oder sagen wollte. Das ist nicht vegan. Wo war es denn? Aber beim den Springel, ja, hier ist es. Die Springel. Ihr braucht 4 große Eier, 500 Gramm Puderzucker, Weizenmehl, 500 Gramm und eine Messerspitze Hirschhornsalz und ein kleines Fläschchen rum, so mit zwei Esslöffel. Und man rührt die Eier und den Zucker schaumig und mischt dann das Mehl hinzu. Und dann wird es erstmal eine Stunde lang kalt gestellt, dann wird der Teig ausgerollt und dann drückt man das Modl rein, die Holzmodl. Ich weiß nicht, ihr kennt sicher die Springerle-Modl, diese kleinen aus Holz mit den schönen Bildchen drauf. Das sind eben verschiedene Motive, gibt es da. Die werden dann drauf gedrückt auf den Teig und dann mit einem so einem Rollenschneider, also der diese Kanten so schön macht, so eckig macht, ausgeschnitten, die Modl. Und dann stellt man es kalt. Am besten über Nacht lässt man die dann trocknen. Das wird nicht sofort gebacken, sondern eben diese Bildchen werden dann getrocknet über Nacht.
Und am nächsten Tag dann erst gebacken bei 140 Grad und maximal ungefähr 20 Minuten. Und wichtig ist eben, dass man die Hitze, dass die richtig stimmt und dass man den richtigen Moment erwischt, wie man die wieder rausnimmt. Es ist auch eben beim Springel so ein Qualitätsmerkmal, dass die Füßle bekommen. Also die heben sich so richtig hoch und unten kommt der Teig dann raus. Oben müssen die schön weiß bleiben und unten drückt es den Teig beim Backen raus und dann sind sie das geworden. Ach, was ich noch vergessen habe, Anis. Man streut noch ein bisschen Anis aufs Backblech, bevor man die dann drauflegt. Ganz wichtig, Anis noch. Ja, und die Springerle sind Nikos absolutes Lieblingsrezept. Und er hat gestern wieder gesagt, Mama, mein schönstes Weihnachtsfest wäre, wenn du mir wieder Springerle backst. Ja, ich mag sie nicht gern backen, weil das immer mit diesem Holzmodel, dass das schön drauf ist, dass die schön ausgeschnitten sind, das ist ein bisschen anstrengend. Aber ich backe heute noch Springerle. Werde ich euch nächste Woche dann zeigen. Und ich hoffe, dass sie Füßle bekommen, dass sie unten schön raus. Kommt der Teig. Ja, jetzt habe ich heute euch ziemlich lange voll gequatscht. Ich sehe es, es sind 41 Minuten. Ich schaue auf meinen Zettel, habe ich auch nichts vergessen? Nee, so Holzmodel wollte ich euch noch zeigen, aber habe ich jetzt vergessen, eins herzulegen. Aber das zeige ich euch dann nächste Woche nochmal, wenn die Springerle dann fertig sind. Man sieht, dass es eh. Jo, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bei uns scheint heute wunderschön die Sonne. Es ist zwar mega kalt draußen, es ist richtig klirrend eisig, Minusgrade haben wir. Aber die Sonne scheint und ich wünsche euch eine schöne Adventszeit, einen schönen dritten Advent und bis nächste Woche. Ciao!